Da oben jetzt zum Hof. Speichern wir mal woanders. Einfach mal. In dem Fall, dass wir speichern, außer dass der Spielstand kaputt geht. Hatte ich in Gothic 1 mal. Das war zum Glück nicht mein Einziger. Jetzt mal überlegen. Die Brücke zum Sumpf. Die war nie zu finden. Nein, die zu finden ist jetzt schon wieder die Herausforderung. So, ich habe 70 Mana, das ist doch schon mal eine Verbesserung. Das ist doch schon mal eine Steigerung. Patrick, passt hier auf. Hey. Hier fehlen die Schafe, möchte ich mal anmerken. Richtig, das war hier unten am Hof. Und beim Hof da hinten ist dann auch irgendwo die Brücke. Genau. Hey. Wo steht ihr so? Greift. Leider keine Äpfel im Angebot. Der Baum schon immer da? Das liegt doch auf der Hand. Okay, die Brücke zum Sumpf. Da hinten darf ich nicht rein, also ist das der Sumpf, nehme ich an. Das heißt, das ganze Scheiß-Gelumpszeug. Ah, ich sehe die Kirche. Okay, ich muss jetzt einfach nur da geradeaus und die nächste links. Und mit Magie werden wir das schon schaffen. Ja, bin ich von überzeugt, dass ihr das mitbringen liebt. So gar nicht, nehme ich an. Aber hey, so, hallo. Hey, du. Hallo, wo sind noch Äpfel? Kann ich die mitnehmen? Die das war eine Landkarte, aber die kaufe ich mir nicht. Oh, Moment. Ja, das ist das wert. Das Spiel hat schon eine Landkarte gefressen. Ich kaufe jetzt nicht noch eine. Was ist auch der Cheatcode, um sie neu zu cheaten? Wäre ich nur fair, dass ich mir eine neue cheate. So. Ich habe es auf Anhieb gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Ist unglaublich. Da hinten, also das ist die Stadt. Ich denke mir schon. Was ist denn da jetzt noch für eine Festung? Aber das ist nur die Stadt oder so. Oder das Kloster, irgendwas. Ich habe Feuer dabei. Ich bin Magier, das ist prinzipiell OP. Ich sehe Blut da rumeiern. Da ist gar nichts mehr. Okay, ich habe es wieder gefunden, das war total einfach. Ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Ding nicht für mich, mich hier zu orientieren, alles wieder zu finden. Och nö, OBS. Verbinde bitte neu. Ach komm schon. Verbindung verloren. Leck mich doch. Heute funktioniert auch wirklich wieder mal gar nichts. Ich glaube, ich habe mich wieder verbunden. Ich glaube, ich bin wieder online. Kann mal jemand im Chat schreiben, wo ich wieder online bin? Marias Abschiedsbrief. Werde ich gerade von dem Babyskelett angegriffen? Was zur Hölle? Sehr makaber. Hat das ein kleines Messer dabei? Nee, das hat gar nichts dabei. Ich hoffe, ich bin wieder. Leben wir auch immer das liest, bevor mich das Böse vollkommen einnimmt, muss ich mich für meine letzte Sünde entschuldigen. Wie konnte ich ahnen, dass mich mein geliebter Dekasa eines Tages in Selbstmord treiben würde? Es freut sich so auf das Kind. Wie hätte ich ihm sagen sollen, dass es eine Totgeburt war? Ich konnte es nicht. Es war die einzige Lösung. Ich sollte eine richtige Familie bekommen. Ich konnte ihm dies nicht bieten, nun ist ihm Last genommen. In ewiger Unruhe, Maria. Ich hoffe, ich bin wieder online. Auf YouTube wahrscheinlich nicht oder so, weil...
Taugt das Messer was? Nee. Nee. Oh, das war einfach. Ich sage ja, Magie ist so OP in dem Spiel. Es unterbricht die Gegner, es hat Reichweite. Es kann später mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Es ist das mit dem niedrigsten Rüstungsschutz. Zeitlupe gerade, ja, ich weiß nicht. OBS hat sich gerade getrennt und neu verbunden. Könnte sein, dass jetzt scheiße wird der Stream, geil. Mach mal F5, vielleicht wird's dann besser. F5 hilft manchmal bei Twitch. Gibt es irgendwelche Störungen bei Vodafone? Wir denken Maria und unser Baby. 250 hier und Hype oder Heilsbringer. Thierry Wohltäter, den Viertel Lumine. Ja. Ich werde mir jetzt nicht die ganzen lustigen Grafsteinsprüche reinziehen. Die sind meistens nicht lustig. Aber die Scavenger gönne ich mir noch. Harpie? Oh Gott. Nee, mit der möchte ich mich, glaube ich, nicht anlegen. Oh, kleine Blutfliege. Komme ich hier nochmal lebend raus? Das ist eine kluge Idee, den Weg zu gehen. Wenn ich kann jetzt nicht viel machen, um das zu verbessern, glaube ich. Wenn ich rausgehe, crasht das Spiel mir wieder weg, weil... die Mod mag es nicht, wenn ich es raustappe. Ist das besser jetzt? Nicht so wirklich, ne? Warum versuche ich es überhaupt? Ich weiß auch nicht so genau. Zum Glück habe ich den Stab. Ich brauche diesen anderen Stab, der mit Mana skaliert ist, wird toll. Nicht springen. Junge! Okay, die habe ich da oben wahrscheinlich nicht mit meinem Feuerball tot bekommen. Jetzt schnell da runter. Ah, brauche ich gar nicht, okay. Ist jetzt wieder weg die Zeitlupe oder? Gegner hier so mit. Haben wir sonst nichts zu tun. Dann gehen wir runter, geben mal die Quest hier noch ab. Darf ich da eigentlich schon rein? Adanos, ich möchte hier. Tut mir leid, geh her mit. Ich bin scheinbar noch kein Klosterbruder. Das ist kapitelabhängig, ne, damit man da nicht in Kapitel 1 reingeht. Würde ich jetzt spontan mal sagen. Hier war noch Minecrawler, ja, ich erinnere mich. Oder waren die da vorne? Ich hoffe einfach mal, dass das Ding läuft weiter. Internet ist momentan scheiße. Ich hoffe, der schlägt mir jetzt nicht gleich tot, weil ich das weiß. Will ich bei dem Spiel nicht ausschließen.
bin wieder zurück. Das sehe ich. Erzähl mir lieber, was du vorgefunden hast. Ich habe hier dein Messer. Danke. Dann werde ich jetzt wohl weitererzählen müssen. Vielleicht interessiert dich noch, wo ich dein Messer gefunden habe. Erzähl. Ich ging, wie du gesagt hast, zum Friedhof. Nebel lag in der Luft, als ich ankam. Und als ich mit den üblichen Biestern, die sich an solch dunklen Orten rumtreiben, fertig war, kamen zwei Skelette auf mich zugestürmt. Das eine war klein, geradezu winzig, und das andere hatte die Statur einer Frau. Als ich sie nach dem Kampf näher untersuchte, fand ich dein Messer bei dem Skelett. Was sagst du? Eine Frau? Und ein Baby? Das waren meine Maria und unser Baby. Aber warum schliefen sie nicht in Ruhe, sondern mussten dort rastlos herumirren? Habe ich nicht alles getan, um ihre Sünde zu sühnen? Enos ist so ungnädig. Aber nun hast du sie von ihrem Schicksal befreit. Ich danke dir. Nimm diese Rosarie als Zeichen meines Dankes. Ach, schon wieder verloren? Ach komm. Erzähl mir bitte mehr. Gut, es ist nur das Beste, wenn ich nun die ganze Sache aufarbeite. Hör mir genau zu. Ich werde es nur einmal erzählen. Nun, nachdem ich endlich realisiert hatte, dass beide wirklich tot waren, verfluchte ich alle Menschen. Ich schnappte mir beide Leichen und schwor mir, von jetzt an abseits aller Menschen zu leben. In meiner Kindheit hatte ich gehört, dass es hier in der Schlucht ein altes Artefakt geben sollte, das den Menschen Kraft und Energie gibt. Ich beschloss, hierher überzusehen, bezog die Höhle und begrub meine Liebsten auf dem Friedhof. Lange blieb ich dort, bis ich merkte, dass das Vergangene nicht mehr zu ändern ist. Lange hatte ich nur von dem gelebt, was ich um mich herum fand. Doch dann besann ich mich wieder auf mich selbst. Ich baute mir die Hütte aus diesem besonderen Platz und konnte durch das Umbrennen ein paar Rosmarie verdienen. Vertraut habe ich nie jemanden und erledigte, auch wenn es mir unangenehm war, mit Menschen zu sprechen, alles selbst. Das ist meine Geschichte. Jetzt kennst du mich. Du sprachst von einem Artefakt in dieser Schlucht. Ach, das ist nur eine Legende. Laut dieser soll es hier in der Schlucht einen Artefakt geben. Wenn du es hättest, würdest du es mir aber geben, oder? Natürlich. Was soll ich denn damit? Ich will hier in Ruhe leben. An solch einen Quatsch glaube ich sowieso nicht. In jeder Geschichte steckt ein Fünkchen Wahrheit. Dann werde ich wohl alleine weitersuchen müssen. Mach das. Hier findest du aber ganz sicher nichts. Was befindet sich eigentlich am Ende deiner Schlucht? Dort ist noch eine Höhle, aber geh da bloß nicht rein. Warum? Was stimmt denn dort nicht? Vermutlich wurde dort in früheren Zeiten Erz gefördert. Aber das muss wirklich schon lange her sein. Inzwischen dürfte da nichts mehr zu holen sein. Und es nisten sich in der Höhle immer wieder Minecrawler ein. Die machen ein weiteres Schürfen sowieso vollkommen unmöglich. Vor einigen Monaten haben die Rekruten dort mal mit einem ganzen Trupp für Ordnung gesorgt. Was weiß ich, was die da wollen. Aber nach gar nicht mal so langer Zeit war wieder alles voller Crawler. Keine Ahnung, woher die mal kommen. Naja, solange sie dort drin bleiben, kann es glattreich sein. Es liegt bestimmt ein Fluch auf der Höhle. Erzähl weiter. Ich hatte hier auch mal Besuch von einer ganzen Gruppe Schatzsucher. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, müssen sie von weit her sein. Harte Kerle waren das, kann ich dir sagen. Und gute Kämpfer. Es gelang ihnen sogar, die Höhle von den Minecrawlern zu säubern. Obwohl einer von ihnen dabei schwer verwundet wurde. Sie schienen nur auf der Durchreise zu sein und wollten irgendwas feiern. Deswegen kauften sie mir einige Flaschen Schnaps ab. Trotz meiner Warnung wollten sie die Nacht über in der Höhle lagern. Und was geschah dann? Das kannst du dir ja denken. Ich hörte ihre Schreie, als sie in der Nacht von Minecrawlern überrascht wurden. Mit knapper Not konnten sie entkommen, aber sie mussten ihren verwundeten Kameraden bei den Viechern zurücklassen. Ja. Was waren das denn für Schatzsucher? Fahrendes Volk. In dem Fall Leute, die übers Land ziehen und immer den ganz großen Fang machen wollen. Die wenigsten finden, was sie suchen. Und haben Sie was Schönes in der Höhle gefunden? Ich habe sie nicht mehr gefragt. Wenn du das unbedingt wissen willst, musst du es wohl selbst herausfinden.
Okay. Ich bin hoffentlich wieder verbunden. Ach, mein Internet will gerade nicht. Wenn nicht, dann bin ich nicht verbunden. Logisch. Jetzt wollte ich doch das Kapitel beenden. Jetzt muss ich aber da hinten rein nach. Naja, kann ich ein bisschen Crawler ausnehmen. Guck mal, kann ich das dann mitnehmen? Das sieht so ein bisschen aus wie... Nein. Natürlich nicht. Das liegt nur zur Deko rum. Kann man jemand im Chat schreiben, ob es wieder funktioniert? Vielleicht auch mal F5 davor drücken. Ich habe leider keine Zuschauer. Noch keinen zweiten Bildschirm. Und raustappen mag die Mod nicht. Ah, Kronezangen. Wie viel brauche ich davon? 10. Bah! Moment, da war doch eben was. Ich hab den doch eben gesehen. Hä? Was? Ich hab ihn doch nicht eingebildet. Gut, wahrscheinlich sind die Leute einfach gegangen. Also der eine, der da war. Passiert gerne mal, wenn man die Verbindung verliert. Ich bin hier auch gar nicht mehr verbunden, mein Internet geht gar nicht mehr, das kann ich auch nicht ausschließen. Das war ja Pirate hier irgendeine Party. Okay. Warum nicht? Disco Party. Bei den Mainkronen, alles klar, da haben wir noch Pilze, die wir mitnehmen können. Ich lasse einfach weiterlaufen, die Aufnahme ist ja unbeeindruckt von sowas. Ich habe offenes Buch dabei, ist auch wild. Ich kann damit irgendwas machen, ich versuche es jetzt lieber nicht, sonst crasht mir noch irgendwas weg. War doch schön, dass wir hier mal reingeguckt haben. Scheiße. Was ist denn noch in der anderen Richtung? Da brennt's, okay. Kommst du jetzt her? Wo kommt denn der dritte jetzt noch her? Das ist einer zu viel. Ja, fick dich doch. Wo kam denn dieser dritte jetzt noch her? Das ist der, den ich gesehen habe und dann plötzlich verschwunden ist. Ich sag's, wie es ist. Wärst du fertig oder hast du dich jetzt verabschiedet? Na komm. Gut, kann ich mal gucken, ob die auch neu das Team noch läuft. Ja, es hat sich verabschiedet. Nee. Der Stream ist offline nur. Naja, erstmal Aufnahme beenden. Gut, da läuft auch die Aufnahme wieder. Machen wir einfach ohne Stream weiter. Der hat sich komplett verabschiedet. Der ist weg. Machen wir ein bisschen klassisch Let's Play, so ohne Stream und alles. Ich soll die Kamera ausmachen, dann wäre es perfekt.
Hallo. Ich fahre mal meinen Laptop runter. So, wo ist dieses Vieh hergekommen? Hallo? Ich will eh nicht streamen, so. Wo kam dieser Dritte auf einmal her? Jetzt kommt er von draußen angeschissen. Aber mit zwei auf einmal werde ich fertig, hoffe ich. Ich weiß, ich bin da sehr optimistisch.